Der neueste Schocker aus Paris. Eine Schande für die ganze Nation, sagen die einen. Ein genialer, einmaliger Film, sagen die anderen. Dann mal los! Olé! 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 Dann mal hinein in die Sau! Olé! Kommt ja schon! Olé! Olé! Mademoiselle. Ja? Ich möchte Sie heiraten. Nein, nicht. Was ist denn das? Was vom Vergaser? Hm, schön, so glatt und kalt. Das gefällt dir, ja? Ja. Mal den Rock hoch. Hm. Ah. Marcellino. Ein wahnsinniger Film vom tödlichen Appetit. Komisch, erotisch, provozierend. Michel, komm her und iss. Ich glaube kaum, dass Sie... Mademoiselle Andrea in unserem Kreis wohlfühlen wird, also mehr im Kreis der Gäste von Michelle und Marcello, meine ich. Das will ich nicht sagen. Sind das ein paar Bäckchen zum Reinbeißen? Ach, wer weiß mich? Für mich bedeutet Fressen fast alles. Mach auf das Schnäuzchen. Olle. Iss nur mein kleines Iss. Haben Sie Angst vor mir? Nein, es ist nur, mir fehlen zwei Knöpfe hier an der Hose. Nein, ich soll keine Anmaßung sehen, Andrea. Wo ist dein Mantel? Mir geht's so miserabel, Marcello. Ich gehe. Ich habe die ganze Nacht gekotzt. Ja, ja. Oh. Ja, geh. Habt ihr das gehört? Philipp sagt, das ist scheiße. Dabei ist das genial. Du musst immer weiter fressen, auch wenn du furzt. Friss weiter. Ach, was für ein Arsch. Ach, hast du einen Arsch. Ein bisschen klein vielleicht, das reicht gerade für dich. Tortellini à la crème auf Champignon. Sind noch Crêpes da? Gib mir bitte an. Ihr impotenten Scheißer versteht gar nichts. Man kann nicht einfach vom Fressen sterben. Springt er auch an? Natürlich springt er an. Wäre ja wohl noch schöner. Einen so maßlosen, makabren, pflichtenden und dabei unterhaltsamen Film sieht man nur selten. Aber den Kopf abhacken musst du ihm. Ich kann... Jetzt fängt er schon wieder an zu furzen. Marcello? Was ist? Michel geht schlecht. Er will, dass du zu ihm kommst. Ich bin gleich fertig. Sehen Sie sich diesen heiß umstrittenen Film selbst an. Er schlägt in Frankreich alle Besucherrekorde und erhielt in Cannes den Preis der internationalen Filmkritik.